Aber Leute, wir fangen heute jetzt mal an. Und zwar schalten wir um auf alte Nintendo Werbung. Und ihr habt ihn noch nicht gesehen. Geht 15 Minuten der erste Teil. Das heißt, wir haben auf jeden Fall eine ganze Menge zu gucken. Und ich bin wirklich mal gespannt, was sich da ergeben wird. Zu diesem Zeitpunkt, übrigens für alle, die das jetzt auf YouTube gucken, bin ich gerade im Urlaub, aber ich denke mir, kann man schon mal machen, ne? Und gucken wir einfach mal. An die Grüße, was uns erwarten wird. Ich hab natürlich schon ein bisschen ältere Werbung gesehen, aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Wir müssen auch mal hier Desktop Audio anmachen und dann gucken wir mal. Wenn du Hightech richtig genießen willst, Fedes. Bei Fedes ist was los. Heute? Der tragbare Gameboy von Nintendo ist da und jede Menge Spiele zum Auswechseln. Stereo-Kopfhörer, Dialogkabel für Wettkämpfe live und das spannende Spiel Tetris sind beim Gameboy gleich dabei. Alter, was ist mit dem Sprecher passiert? Hatten wir das ein bisschen erotisch, ne? Alter, diese alte Tetris-Werbung, ne? Das muss so geil gewesen sein bei dem Dreh, das zu drehen. Hier oben, dieser riesen Block und sowas alles. Weil der war ja noch nicht CGI oder so, das war ja alles noch gebaut. Spiel, wo immer du willst. Mit dem tragbaren Gameboy. Die Actionwelt für coole Köpfe von Nintendo. Wir bringen Spaß ins Spiel. Fedes, wir bringen Spaß ins Spiel. What the fuck ist Fedes? Alter. Oh, das war ja schon mal ein guter Auftakt, ey. Hey, ey. Oh Oh, ja, die kenne ich noch. ich liebe deine Power. I love you, I love you, I love you. Wario gegen Bomberman in Wario Blast für Game. Wario Blast! Das gab's ja auch mal. LOL! Und was ist das für ein Gameboy, bitte? Hä? Das war doch so ein Special-Modell, oder? So sah der noch nie aus. Aber wie neu der noch aussieht, geil. Gameboy und Super Gameboy. Batman, das Action- und Strategie-Videogame. Oh, der N64-Sprecher. Grafik und Animationen in absoluter Videoqualität. Ja, Mann. Batman, Spielabläufe voller Spannung und Dramatik. Beinharte Tricks. Batman, für deinen Gameboy und jetzt neu für dein Super NES Batman und Robin. Super starke Videospiele-Action von Konami. Alter. Das sind noch Werbesprüche. Und Flint, vielen lieben Dank für deine Patreon-Mitgliedschaft. Dankeschön. Warte mal. Und Dramatik. Beinharte Tricks. Batman. Für deinen Gameboy. Und jetzt neu für dein Super Beinharte NES Tricks. Batman und Robin. Super starke Videospiele-Action von Konami. Alter, ey, aber jetzt mal ohne Scheiß. Gameboy-Spiele sind doch wirklich schlecht gealtert, oder? Also es gibt ein paar wenige Ausnahmen außer SML2 oder so. Oder vielleicht. Nee, nicht mal. Also das zweite Turtles-Game vielleicht noch. Aber. Heieieiei. Also das sind jetzt nicht so die Spiele, die ich feiern würde, wenn die auf einmal im Subscription-Service auftauchen würden. Also das ist was ganz Neues. Da kannst du Bilder mitmachen. Du kannst was reinmalen oder reinschreiben. Plötzlich hast du eine Riesennase. Und Effekte kannst du damit machen. Das siehst du nachher aus. Du kannst damit jonglieren. So gut. Filme kannst du machen. Alter, Bilder. das ist doch voll fake. Das ist doch voll. Alter, was ist er? Warum? Was macht denn der da eigentlich? Haben sie vorher auf Koks gesetzt oder was, Alter? Aber das ist doch voll. Guckt euch mal die flüssigen Animationen an hier. Aus. Du kannst damit jonglieren, coole Musik, kurze Filme kannst du machen, Bilder tauschen, geht auch, blau, rot, grün und alles digital und gelb. Nicht nur Fotografie, Fantografie. Mit dem Printer kannst du Sticker drucken. Fantografie mit der Gameboy-Kamera. Da gab es schon Pokémon-Sticker und Kennt ihr keiner wusste, was schon, ihr Pokémon schon das ist. Neueste? Lauf schon los! Was gibt es jetzt exklusiv als Nintendo-Spiel? Was? Das muss ich sehen! Hallo! Wo seid ihr?
Das sind ja wir. Im Dorf, im Wald, auf dem See. Mit tollen Grafiken und schumpfigen Soundtrack. Und das auf allen drei Systemen. Schumpfig. Die Schlimmfall-Videospiel. Neu und nur bei Nintendo. Alter, du siehst denn halt immer... warum ist die denn jetzt wieder so leise? Du siehst halt immer die Super Nintendo-Version, aber eingeblendet werden mit die Gameboy-Version, ne? Und sogar Dynamit brauchst du. Alles, um die verlorene Stadt zu finden. Aber du musst dich beeilen, denn wenn du es nicht schaffst... Digget, you rock. Mums von deiner Schwester, Grippe vom Bruder und Igitt Wildbocken vom besten Freund. Der Werbespot ist leicht aus der Zeit gefallen, glaube ich. Mums von deiner Schwester. Tim Flo, vielen lieben Dank für 6 Monate. Vielen lieben Dank. Alter. Aber du musst dich beeilen, denn wenn du es nicht schaffst... Ah, schön. Mums von deiner Schwester, Grippe vom Bruder und Igitt Wildbocken vom besten Freund. Höchste Zeit für Dr. Mario und seine Superpillen, die Viren killen. Schlag zurück, lass deine Gegner schwitzen und steck sie an. Mit dem rezeptfreien Superspiel Dr. Mario für NES und für Gameboy. Dr. Mario aus... Wo hat denn der das Thermometer gerade hergeholt? Warte mal. What the fuck? Hä? Jetzt mal ohne Scheiß. Der Gameboy, Dr. Mario aus der Actionwelt von Nintendo. Hat der das Thermometer gerade? Wow! Holy Doktor Mario! Wow! Neu von Nintendo, Dr. Mario! Wow! Mit Superfehl die Viren killen. Ist doch was normal. Ja, aber doch nicht im Werbespot. Ich finde, Mario sieht das total aus. Allein zu zweit jederzeit. Dr. Mario für NES und für Gameboy. Neu, das Superspiel Dr. Mario. Die Actionwelt von Nintendo. Alter, Dr. Mario ist so gruselig, ne? Gameboy. Dr. Mario ist halt so... Warte, wo ist er? Komm schon. Warum? Warum sieht der denn, Alter? Warum ist der, was ist denn los mit dem, Alter? Gameboy. Warum ist das nur Mono? Gameboy von Nintendo. Die Marsmenschen kommen. Aber Mario und du, ihr könnt sie besiegen. Mit den tragbaren Game Boy und Super Mario Land von Nintendo. Geheimnisvolle Welten voller Gefahren. Bleib cool, dann gibt's ein Happy End in Super Mario Land. Eins von vielen heißen Game Boy-Spielen. Die Actionwelt für coole Köpfe von Nintendo. Und das Gameplay von Super Mario Land sah so statisch aus gerade, ne? Aber Hauptsache, man hat einen Sprecher drüber gelegt und... Guckt euch das mal an. Also der Gameboy ist ja echt ikonisch, ne? Aber wie klein dieses Display ist im Vergleich zum restlichen Gerät, ist schon der Wahnsinn, ey. Aber es war geil. War einfach nur geil. Boah, das war so gruselig, der Werbespot. Stunden, um die Welt zu retten. Alter, Mario Kart 64, Beste. Einfach Beste. Ja, die Werbespots sind leider sehr unterschiedlich laut. Tja, ob allein, zu zweit, zu dritt oder im Super-Vier-Spieler-Modus. Mario Kart 64, da fahrt ihr ab. Alter, der Sprecher so ikonisch, ne? Mario Kart 64, das Nintendo 64. Für Nintendo 64. Brandneu, Mario mein Gott. Das Super-Nintendo-Spielset mit einer richtigen Computermaus. Jetzt kommt deine Fantasie voll ins Spiel. Damit wirst du zum Künstler und machst deine eigenen Kunstwerke.
Mit Mario Paint drehst du Trickfilme wie ein Profi. Doch da ah, das war so scheiße. Du kannst sogar deine schlecht eigene Musik teilweise komponieren. Und aber kenne ich auch noch. Festhalten. Nur für Super Nintendo. Mario Paint. Komplett mit der tollen Computermaus. Nintendo. I want it all. Okay, du könntest... Du könntest halt heute so eine Sachen nicht mehr bringen wie mit der tollen Computermaus. Das kannst du bringen in Werbespots für Kinder, die wirklich also die wirklich nur auf Kinder ausgerichtet sind, hier auf Super RTL oder sowas. Aber wenn du heutzutage sagst, mit der tollen Computermaus, das ist halt keine... Aber sonst die Aufmachung von der Werbung, das ist schon geiler. Soll eine wilde Party im Gang sein, wisst ihr was davon? Das dachte ich mir. Und wer von euch Komikern ist Mario? It's me! Willkommen bei Mario Party, wo du dir mit drei Freunden die ganze Nacht eine Schlacht lieferst. 6 Spielbretter, 50 Minispiele. Diese Party hat gerade erst begonnen. But it's me! Mario! Ja, ja, erzähl das auf der Wache. Das ist geil. Mein Gott! Wer hat das denn gemacht, dieses Video? Oh boy! Mickey's Racing Adventure. Jetzt für den Game Boy Color. Das neue sagenhafte Game Boy Abenteuer von Nintendo. Mystic Quest. Durch ein geheimnisvolles Land führt dein Weg. Alter, Mystic Quest habe ich durchgespielt. Das war geil. Das magische Schwert. Eine Herausforderung, die nur die Besten bestehen. Mystic Quest. Jetzt für den Game Boy. Ja, Nintendo, Mann. I want it all. I want it all. Nintendo 64 kommt. Und befreit die Videospiele aus ihrer flachen Welt. Alter. Durch ein sensationell neues 3D-Spielgefühl. Ja, Mann. Super realistische Grafiken. Ja, Mann. Bewegungsfreiheit, die keine Grenzen kennt. Verschiedene Blickwinkel. Das ist die neue Freiheit des Spiels. Ja, Mann. Nintendo 64. The New Dimension of Fun. Nintendo 64 stimuliert ganz bestimmte Gefühle, wenn Sie es spielen. Die Erregung eines erfolgreichen Spiels kann Ihr Urteilsvermögen beeinträchtigen. Schlechte Spielerlebnisse verursachen Depressionen. Nähern Sie sich keinen blinkenden roten Knöpfen. Nintendo 64 kann aber auch zu Euphorie führen. Vermeiden Sie spontane Einkäufe, die Sie später bereuen. Warten Sie mit dem Aufnehmen Ihrer normalen Tätigkeit. Sicherheitskräfte sind dabei hilfreich. Alter, das Nintendo 64 kann Depressionen auslösen. Wirklich, Alter, in der Werbung war damals wirklich doch ein bisschen was anderes.